Wusstet ihr, dass The Legend of Zelda Skyward Sword auf der Wii, also in der Originalversion, einen Game-Breaking-Bug hatte? Ja, tatsächlich war es nicht mehr möglich, an einem bestimmten Punkt, am Ende des Spiels wohlgemerkt, weiterzuspielen und alles nur wegen ihm hier. Denn startet man, so wie wir es getan haben, die Song of Hero Quest mit dem Ranel Donnerdrachen und spricht anschließend mit diesem Goronen hier, entsteht ein Bug, der es verhindert, dass man mit den anderen beiden Gebieten weitermachen kann. Nintendo musste damals einen eigenen Wii-Channel ins Internet stellen, ich glaube Monate später, damit sich dieser Bug gefixt hatte, denn damals gab es ja keine Patches auf Nintendo-Konsolen. Richtige Lost-Aktion, war ziemlich schlimm, aber zum Glück in der Switch-Fassung gefixt. Oder? Tommy, du warst im Reich des Donnerdrachen. Wie ärgerlich, dein Spiel ist jetzt kaputt. Spaß, ich hab dazugelernt. Alles gut. Na dann. Nur um das nochmal klarzustellen, euer Spiel ist dann natürlich nicht kaputt oder so, auch der Spielstand nicht. Dennoch wird euch nichts anderes übrig bleiben, als den Spielstand zu löschen, wenn ihr euch nicht den Patch über den eigens erstellten Wii-Channel herunterladet. Denn, egal was ihr tut, ihr werdet das Spiel nicht beenden können. So, und jetzt wollen wir auf dieser Insel, die wir kürzlich entdeckt haben, mit Stru sprechen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er schon beim letzten Mal da war und ich ihn einfach nur übersehen habe. Aber auf jeden Fall erscheint er hier, nachdem man Narisha gerettet hat und ist wichtig, um eine andere Quest zu triggern. Hey Tommy, was für ein Zufall, dich hier zu treffen. Ich bin in diesen dichten Nebel geraten und fand mich urplötzlich auf dieser Insel wieder. Wusstest du, dass diese Insel der perfekte Lebensraum für vielerlei Insekten ist? Ich glaube, ich werde hier Insekten züchten und versuchen, alle nur möglichen Exemplare zu fangen. Hey, möchtest du dich vielleicht auch in der Insektenjagd versuchen? Ich habe ein paar für dich freigelassen. Um es interessanter zu gestalten, gibt es zwei Stufen. Eine für Anfänger und eine für Experten. Ich kann dich allerdings nicht umsonst teilnehmen lassen. Ja, danke dir. Aber fühle ich gerade nicht. Das bedeutet wohl, dass du im Gegensatz zu mir mit Insekten nicht viel anfangen kannst. Ja, da ist gar nicht so unrecht, ne? Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass man in Zeldas Zimmer noch ihr Tagebuch lesen kann. Ich hatte das schon so im Hinterkopf, aber wusste nicht mehr, dass man sich dafür auf den Stuhl setzen muss. Dann tun wir das eben jetzt. Zeldas Tagebuch. Möchtest du es lesen? Natürlich. Morgen ist die Vogelreiterzeremonie. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Ritter für Dommy. Ich kann es nicht erwarten, ihn endlich als Ritter zu sehen. Aber in letzter Zeit hat er gar nicht mehr geübt. Ich werde morgen früh aufstehen und ihn zum Üben zwingen. Er muss unbedingt gewinnen. Ich will die Siegeszeremonie nur mit ihm feiern. Oh, das ist aber nett, Zelda. So ganz uneigennützig. Ja, sehr schön, sehr schön. Und wo wir gerade hier in der Gegend sind, können wir auch gleich noch eine Quest starten, die fürs nächste Gebiet nicht unerheblich ist. Oh, da bist du ja, Donny. Konntest du mit Narisha sprechen? Oh, das ist ja großartig. Du besitzt wohl tatsächlich etwas, das dich von uns unterscheidet, ne? Du und dein roter Wolkenvogel, ihr beide werdet bestimmt jedes Abenteuer erfolgreich überstehen. Aber vor dir liegt noch ein sehr steiniger Weg. Bleib stark. Übrigens, ich hätte eine Bitte an dich. Würdest du mir zuhören? Du weißt es bestimmt bereits, aber ich gelte hier im Wolkenhort als so etwas wie ein Experte für Pflanzen. Ja, auch Hanf, aber dazu bist du noch zu jung. Im Grunde habe ich mir diesen Titel selbst verliehen, weißt du? Es ist nur so, ich habe bereits alle Pflanzen, die hier im Wolkenhort vorkommen, gesammelt. Deshalb bin ich auf der Suche nach einer neuen Pflanze, die ich erforschen kann. Was sagst du dazu? Würdest du dich für mich auf die Suche nach einer solchen neuen Pflanzenart machen? Ja, klar.
Ui. Ich war mir sicher, dass du mir helfen würdest, Tommy. Könntest du für mich denn eine neue Pflanzenart suchen und sie zu mir bringen, wenn du sie gefunden hast, damit ich sie auf ihre Rauschfisch... ich meine, also, damit ich sie analysieren kann? Ich kann die Pflanze, die diese Person sucht, als gegenwärtiges Ziel für die Aurasuche festlegen. Okay? Jo. Aber sagte er nicht quasi irgendeine Pflanze? Das ist etwas verwunderlich, dass er jetzt doch eine ganz bestimmte möchte. Aber okay, machen wir. Gar kein Problem. Werden wir besorgen, wenn wir uns zum Wasserdrachen nach Firone begeben. Das wird nämlich mein nächstes Ziel sein. Zuvor absolvieren wir die Quest, die wir eben vorbereitet haben. Es geht um Terry. Gegen Ende des Spiels, also wenn man das Heldenlied collected, hat er eine Quest für uns. Wenn wir zuvor, wie eben geschehen, mit Struh auf der Käferinsel sprechen. Vorher wird diese Quest nicht getriggert. Und sie hat auch einen positiven Nebeneffekt. Dazu kommen wir dann aber, wenn es soweit ist. Oh. Immer herein, spaziert, verehrter Kunde. Hä? Mir scheint es nicht besonders gut zu gehen. Ach, ich kann mich nicht verstellen. Im Moment bin ich leider ein wenig beschäftigt, aber wir können uns nachts unterhalten. Legen Sie sich einfach hier ins Bett und schlafen Sie eine Runde. Umsonst? Wow, das hätte ich von Terry gar nicht erwartet. Aber andererseits, dieses harte Bett, wenn man es überhaupt so nennen kann, sollte auch wirklich keinen einzigen Rubin kosten. Ja, und auf diese Weise kommen wir mit ihm zusammen auf seine Insel. Und können nachts über seine Probleme sprechen. Aber lasst uns doch zuerst einmal hier diese göttliche Truhe öffnen. Da haben wir eine Rubinmedaille. Ich glaube, so eine haben wir schon. Jetzt gibt es halt eine zweite. Ich weiß gerade nicht, ob sich die auch stacken lässt. Also ob man da dann den Effekt verdoppeln kann. Ich denke fast, das geht, ja. Könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren bestätigen, wenn ihr wollt. Außerdem haben wir hier oben unseren 60. Gütejuwel. Auch den collecten wir natürlich. Und jetzt kannst du dein Herz ausschütten. Was ist passiert? Aha, du bist also aufgewacht. Du hast so putzig ausgesehen, als du geschlafen hast. Da wollte ich dich nicht wecken. Okay. Aber du warst ziemlich schwer, Lul. Wo bin ich? Nun... Dies ist mein Zufluchtsort, wenn man es so nennen möchte. Weißt du, ich übernachte immer hier. Im Grunde gibt's hier eigentlich gar nichts. Nichts Sehenswertes jedenfalls. Aber ich bin für mich allein und genieße die Ruhe. Du kannst morgen mit mir zurück zum Wolkenhort fliegen. Dein Wolkenvogel schläft ja bereits tief und fest. Wenn du willst, kannst du dich bis morgen im Bett ausruhen. Was? Irgendwas an mir ist anders als zuvor? Meine Sprechweise? Meinen Sie, du? Ach, und wenn schon... Das ist doch jetzt nicht von Bedeutung. Also, es ist so. Ich habe etwas Wichtiges verloren. Es handelt sich um den Insektenkäfig, in dem mein Dämonenkäfer ist. Ich bin furchtbar betrübt. Dieser Käfer war ein sehr, sehr seltenes Exemplar. Man kann auch vorher schon auf diese Insel... Auch indem man in dem Bett schläft. Und dann kann man ihn auch zusammen mit seinem Dämonenkäfer sehen. Ich habe sogar das Gefühl, dass die Entwickler da vergessen haben, seine Pose zu ändern. Weil gefühlt hält er immer noch den Käfig in der Hand, wenn ihr da mal drauf guckt. Lol. Aber inzwischen ist dieser Käfer weg. Ich suche ihn. Oh, meinst du das ernst? Das war ja wundervoll. Mein geliebter Dämonenkäfer. Bitte finde ihn so schnell du kannst. Ich flehe dich an. Also ihr seht, ohne seinen Dämonenkäfer isst er nichts. Ja, er braucht keine Frau, keine Kinder, er braucht Käfer. Und da kenne ich noch jemanden, der so denkt. Also
geht's jetzt zurück zur Käferinsel. Bro, kannst du mir helfen? Hey, Tommy, alles klar. Was sagst du? Ich grinse von einem Ort zum anderen. Schätze, du hast recht. Kein Wunder, denn ich habe einen ziemlich seltenen Käfer gefangen. Aha. Neugierig, hm? Dann hör zu. Nun, ob du es glaubst oder nicht, ich habe tatsächlich den legendären Dämonenkäfer erwischt. Tschüss. Die Chance, einen solchen Käfer zu fangen, ist so gering. Es grenzt an ein Wunder. Und das ist auch der Grund, weshalb ich wie verrückt strahle. Was glaubst du? Der Käfer gehört Terry? Terry, der mit seinem Laden durch die Luft fliegt? Gib ihn zurück, come on. Glaubst du wirklich, dass du mich mit dieser rührseligen Geschichte täuschen kannst? Schäm dich. Ich habe diesen Käfer gefunden, also gehört er mir. Mir ganz allein. Andererseits, was einem nicht gehört, soll man auch nicht behalten. Aber ich bring's einfach nicht übers Herz, den Käfer so ohne weiteres auszuhändigen. Wie wär's mit folgendem Vorschlag? Erreiche bei der Insektenjagd eine bessere Zeit als ich. Dann werde ich dir den kleinen Kerl anvertrauen. Einverstanden? Ich versuch's. Und da ich ein Geschäftsmann bin, brauche ich pro Versuch natürlich 10 Rubine, ne? Hier die Regeln. Sammle insgesamt 10 Insekten eines von mir vorher festgelegten Insektentyps. Wichtig ist, dass du die 10 Insekten innerhalb von 3 Minuten fängst, klar? Schaffst du das, dann händige ich dir den Dämonenkäfer aus. Nun gut, bist du soweit? Dann kann's ja losgehen. Ihr seht, jetzt beginnt der unliebsame Teil. Ich hasse das! Was muss ich fangen? Ach so, mehrere verschiedene? Und das war schon mal keiner, den ich brauche? Lost. Die Zikade auch nicht, oder? Ich bin nicht sicher, aber ich glaube nein. Ah, doch. Ich glaube, das Beste wird sein, ich fange einfach alles, was ich sehe. Egal, ob ich es brauche oder nicht. Wobei, 3 Minuten ist schon echt knackig. Scheiße. Dann diese Bewegungssteuerung, Alter. Okay, also kein Flatterer mehr. Ich brauche 2 von den Mistkäfern. So viel kann ich erkennen. 2 Grillen. Da ist die erste. Ich werde das niemals schaffen. Ich werde das niemals schaffen. Und ich kann auch nur empfehlen, das mit dem größeren Netz zu machen. Sonst habt ihr eigentlich gar keine Chance. Ist das ein Mistkäfer? Ja. Okay. Komm her. Komm her, verdammt. Aber die können hier nicht fliehen, oder? Das heißt, ich kann auch ein bisschen schneller sein. Oder können die fliehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Brauche ich Glühwürmchen? Sieht ehrlich gesagt nicht danach aus, aber Ameisen. Nein, ich brauche keine Glühwürmchen. Verdammt! Ich habe schon mehr Tiere gefangen, die ich nicht brauche, als die ich brauche. Okay, Libellen brauche ich noch. Libellen, Libellen, Libellen. War das eine Libelle? Nein, aber ein Grashüpfer. Davon brauche ich auch noch einen. Okay, okay, okay. Alter, das neue Netz ist so viel krasser. Was ist das hier für ein Schmutz? Brauche ich den? Nee, den brauche ich nicht. Den brauche ich. Ich bin so lost. Alter. Oh mein Gott. So, Libellen und eine Gottesanbeterin und so eine komische Ameise. Fuck, wo ist der Scheiß? Wo ist der Scheiß? Hä, was zum... Wo bin ich denn jetzt? Aber das ist gut. Das ist gut. Hier ist die Ameise. Und noch so eine Libelle. Okay, gönn, 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 gönn. Fuck. Kommt zurück, ihr Scheißdinger. Was ist da drin? Abfall. Oder? Nee, doch nicht, das ist die Gottesanbeterin. So, ganz gechillt bleiben, ganz gechillt bleiben. Ich brauche nur noch ein Viech. Ein Viech. Kommt bitte her, bitte. Ich flehe euch an, bitte. Ja! 2 Minuten. Leider nicht unter 2 Minuten. Das wäre ja noch ein schöner Flex gewesen. Aber damit bin ich völlig zufrieden, okay? Fertig. Dass jemand meinen Rekord so leicht brechen würde, hätte ich nicht für möglich gehalten. Hier, wie versprochen, ich gebe dir den Dämonenkäfer. Ich muss leider meine Niederlage eingestehen, aber das liegt daran, dass ich so ein langer Lulatsch bin, ein bisschen unsportlich, ja. Meine Leidenschaft zu Käfern ist ungebrochen. Du hast dich halt flotter angestellt als ich, wie ein flotter Käfer sozusagen. Du hast Terrys Insektenkäfig erhalten. Darin befindet sich Terrys Lieblingsinsekt. Bring ihm den Käfig schnell zurück.
Bitte sagt Harry, dass es mir leid tut, falls ich ihm Kummer bereitet haben sollte. Ja, ja. Erst so eine Bedingung stellen und dann noch so auf Mitleid tun. Hätte ich jetzt verloren, hätte er ihn nicht rausgegeben. Also soll das Maul halten. Gute Nachrichten, Diggi. Ich hab ihn. Oh, herzlich willkommen. Was haben Sie gefunden? Oh, darüber reden wir besser jetzt nicht, sonst stürzen wir noch ab. Wir können uns aber nachts darüber unterhalten. Legen Sie sich einfach ins Bett und ruhen Sie sich aus. Ich muss sagen, Respekt vor seiner Arbeitshaltung. Damit erreicht man halt auch was mit so einer Einstellung, ne? Alles andere schiebt er unter und auf später. Selbst so etwas Wichtiges. Hi. Wie? Du möchtest mir etwas zeigen? Oh! Oh! Kann es denn wirklich wahr sein? Mein geliebter Dämonenkäfer! Du hast ihn wirklich gefunden! Du hast ihn gefunden! Oh, vielen Dank! Wenn du mich tagsüber in meinem Laden Thank besuchst, you. Verkaufe ich dir ein Stück deiner Wahl zum halben Preis! Ehre! 5 Juwelen der Güte gibt's auch noch obendrauf. Ja, nice. Dann können wir die letzte Medaille, und das müsste auch das allerletzte Item in seinem Shop sein, zum halben Preis kaufen. An sich bietet es sich an, den Rabatt auf das Herzteil anzuwenden, weil ich glaube, das ist das teuerste Item in seinem Angebot. Aber ich denke mal, die Medaille hier kostet auch einen Taui, oder? Ja. Und wir bekommen sie für 500. Vielen, vielen Dank. Außerdem passt das auch viel besser, wenn wir jetzt die Insektenmedaille damit kaufen. Weil das Ganze ja auch mit Insekten zu tun hatte. Ja, schöner Abschluss dieser Quest. Und jetzt geht's wieder weiter mit der Hauptquest. Wir wollen den Wasserdrachen erreichen, um ihn um die nächste Strophe des Heldenlieds zu bitten. Doch, was ist da los? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Im Wald von Firone hat anscheinend eine Veränderung stattgefunden. Ein Absprung dorthin ist momentan nicht möglich. Okay. Das ist jetzt ein bisschen Belastung. Hey, Domi! Gibt's das denn? Dieser Kerl ist schon wieder zurück, Mann! Einen Moment. Ich bring mich schnell in Stellung. Och nö. Not again. Was zum... Oh, gleich geht's los. Keine Panik. Du kennst ja mein mächtiges Katapult bereits. Solange wir das haben, kann uns dieser Koloss keine Angst einjagen. Dieser Kerl ist wirklich mein Schicksalsgegner. Domi, pass auf, dass er mir nicht zu nahe kommt. Okay. Also dann. Ein drittes Mal. Und dieser Kampf ist halt meines Erachtens nach jetzt wirklich unnötig. Das zweite Mal habe ich noch irgendwie gefühlt. So, wie sie es mit der Story eingebunden haben. Aber beim dritten Mal... geht's dann schon etwas auf den Sack. Du jagst mir keine Angst ein. Der Verbannte zum Dritten. Da ist er schon wieder. Der Kerl ist nicht klein zu kriegen. Domi, wir machen es einfach wie beim letzten Mal, okay? Ja, das klingt gut. Dann schieß mal, weil er ist irgendwie schneller als beim letzten Mal.
Aber gut, wäre auch traurig, wenn er nicht dazulernen würde, ne? Moment, fällt er jetzt auf mich drauf? Ne, alles gut. Ich weiß nur nicht, ob seine Paralyse auch lang genug anhalten wird. Beeil dich, Link! Wir wollen nicht mehr Zeit als nötig mit diesem Dulli verschwenden. Okay, er bewegt sich wieder, das ist nicht so geil. Aber ich komme trotzdem drauf, ne? Alles klar. Heißt, Bombe erst schießen, wenn man sich in Position gebracht hat. Denn irgendwie wirkt die diesmal nur 5 Sekunden oder so. Schnell! Wir müssen ihn aufhalten! Bam! Wo guckst du denn hin, Link? Da musst du hin. Auch wenn du keine Lust hast. Er muss bekommen, was er verdient hat. Was ist das? Lol. Was? Jetzt fliegt er auch noch? Ich glaube, er will direkt zum Tempel. Los, holen wir den Kerl vom Himmel. What the f... Okay, wir sollten schnell handeln. Sehr schnell. Du bleibst, wo du bist. Und zwar ganz unten. Am Boden. Oh, das war knapp, Alter. Mein Katapult hat mal wieder seinen Zweck erfüllt. Und jetzt auf ihn, schnell! Okay. Ich stehe ja glücklicherweise schon recht günstig, obwohl ich um ein Haar hochgeflogen wäre. Aber ich dachte mir, Moment, wir schießen doch runter. Er scheint allerdings nicht aufgeben zu wollen. Na, immerhin haben sie sich für jeden Kampf was Neues ausgedacht. Dennoch, nervt der Typ. Was ist das? Das Beben hat den Weg verschüttet. Ich komme hier nicht weiter. Was tun wir jetzt nur? Domi, steig zum Tempel hoch und komm dann schnell hierher. WTF. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir schneller sein als er. Und ich habe natürlich auch ganz clever die Ausdauerfrucht übersprungen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Wo bist du, Baro? WTF? Ich kann doch unmöglich schneller sein als er, oder? Was jetzt? Hey, Domi. Ich habe alle meine Bomben aufgebraucht. Jetzt bleibt nur eins, Domi. Du musst dich direkt auf seinen Kopf schleudern. Beeil dich, das ist der einzige Weg. Ja, und wie? Achso. Gut. Du bist auf dem Katapult. Ziel auf den Siegelstein auf seinen Kopf. Oh mein Gott, Alter. Was machst du? Das war scharf. Aber auch dieses dritte Mal wirst du versiegelt. Los, Domi. Lenke den Himmelsstrahl auf den Siegelstein. Schnell. Was hast du nicht verstanden, An? Komm nie wieder! Ich
Ich hab die Schnauze so voll! Domi, das war wirklich knapp. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ich gehe gleich zum Tempel. Beeil dich und komm nach. Puh. Schön, dass es nochmal geklappt hat. Aber er kommt immer schneller zurück. Und bleibt wohl nicht mehr viel Zeit. Aber jetzt sollen die mir erstmal sagen, was da mit Firone los ist. Du hast dieses Ungeheuer ein drittes Mal gebannt. Domi, Bardo, ihr beide habt Großes geleistet. Aber die Abstände, in denen dieses Ungeheuer das Siegel bricht, werden immer kürzer. Wir haben kaum noch Zeit. Hast du einen Hinweis auf den Verbleib des Triforce gefunden? Ja, kann man schon so sagen. Du suchst also die drei Drachen. Und wenn du das Heldenlied von ihnen gelernt hast, weist es dir den Weg zum Triforce. Von hier aus ist der Wald von Firone am nächsten. Es kann nicht schaden, dort nachzusehen. Es gibt allerdings ein Problem. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Irgendwie wurde der Wald von Firone überflutet. Ah ja. Ich musste zu unserer Sicherheit das Tor zum Wald verschließen, um zu verhindern, dass das Wasser auch diesen Tempel überflutet. Du kannst das Tor also nicht öffnen, denn sonst steigt auch hier das Wasser. Jetzt stellt sich die Frage, wie du in den Wald von Firone gelangst. Ja, das könnt ihr mir überlassen. Bei dem Kampf vorhin ist mir eine neue Anwendung für mein mächtiges Katapult eingefallen. Wir schießen dich einfach mit voller Kraft direkt in den Wald. Ich bereite alles vor. Komm schnell nach, Domi. Ach, er ist im Grunde ein guter Junge, aber er stellt meine Geduld ganz schön auf die Probe. Also dann, Domi, gib auf dich Acht. Ja, verstehe ich. Aber er hat sich wirklich gut entwickelt. Und die Idee ist nicht schlecht. Machen wir so. Du willst in den Wald von Firone? Ich kann dich mit meinem mächtigen Katapult direkt hinschießen. Yo. Na dann, lass mich mal machen. Ab in den Wald von Firone! Auf geht's!